du mein Arsch richtig brennt. Jetzt läuft er hier ganz anders. Die Scheiße tut mir nicht mehr mit angucken. Hey, jetzt ist endgültig Schluss. Endgültig. Mir hat jetzt endlich gültig die Schnauze voll. Und du bist doch nicht sehr nützlich. Aber jetzt ziehe ich das durch. Mir hat das tausendmal angedroht. Und tausendmal gesagt. Und tausendmal ist nichts passiert. Und jetzt passiert was. Endgültig. Schluss. Nicht bei Hempels und dein Sofa. So, so einen Zirkus mache ich nicht mehr mit. Ist jetzt, mir ist jetzt endgültig Schluss. Hier ist Atom-Explosionsstimmung. Mir hat ein Foto gekriegt in WhatsApp-Gruppe, da ist mir der Arsch geplatzt. Also sowas habe ich, tut mir leid, sowas habe ich noch nicht gesehen. Keine vier Wochen. Lang haben wir unsere Zeit dafür geopfert. Richtig Kohle reingesteckt. Und dann passiert wieder sowas. Du sagst doch mal was dafür. Du wirst ja so stierwissen. Ja, du sollst stierwissen. Da kannst du doch was kontrollieren. Du sollst ja so stierwissen. Ja, aber ich werde so schlecht. Du musst, jetzt hättest du ein Argument, das auch mal klarzustellen, was die Jungs da abgezapft haben. Das tut man sehr, kann ich mal besagen. Ey, jetzt hör doch unbedingt, kann ich mal besagen. Du langsam reicht mich da. Du brauchst doch nicht so blöd lachen und du auch nicht. Das war schon ein bisschen lustig. Nee, das war nicht lustig. Weißt du eigentlich, wie viele Stunden wir da drin gesessen haben. Weißt du das? Eine reinste Frechheit, das so zu hinterlassen. Das ist gegen uns über. Ist das richtig so ein Arschtritt hoch drei? Da werden wir nicht andere Seiten aufgezogen gefühlt. Da kannst du hingucken. Und dann will ich eben sehen, wie sie da vor mir stehen. Wenn sie nichts kriegen können, was wir sie trainieren wollen. Könnt ihr den Flummi holen oder was? Jojo-Verein können sie dir aufmachen, die Dusseln. Versauen sich alles hier. Alles. Die haben selber Schuld. Wir haben eine ganz klare Abmachung. Jeder hat sich am Anfang gehalten. Jetzt sind sie wieder voll im Trainingsbetrieb. Und jetzt meinen sie, jetzt können wir wieder den Arsch, können wir wieder den Hermann raushängen lassen. Nicht mit mir. Ich glaube, Udo ist ein bisschen böse. Mir ist nicht böse, mir brennt vor Wut. Als Kippe an meine Stiermann machen, so sauer bin ich. Nun sind die Zeiten vorbei. Jetzt kommt mir jetzt ins Spiel. Mir war gerade im Baumarkt. Schloss. Schlüssel mit Zylinder dabei. Jetzt kommt er an der Tür. Riegel davor. Aus. Können Sie Jojo spielen oder Flummi, wie ich gesagt habe. Das ist mir sowas von scheißegal. Und wenn Sie mit Backsteine hier schießen, dann lernen Sie Fußball spielen mal, wie hart das ist. Das ist bloß auch gar nicht so gucken. Zuschauer sagen schon, Udo greift durch. Und jetzt greift der Udo durch. Da kann ich mich drüber ärgern, wenn das so unordentlich ist. Warum machen sie es? Sie haben eine ganz klare Richtlinie gekriegt. Eine ganz klare. Und die machen das eine Woche, zwei Wochen. Und dann geht's los. Jetzt habe ich da drei Wochen nicht mehr reingeguckt. Und jetzt sehe ich den Sauhaufen. Als ich das Foto gesehen habe, ich wollte erst gar nichts schreiben in der Gruppe. Gar nichts. Aber da ist mir doch wieder explodiert. Sieht aus, als wenn da 40 Elefanten unten drin gewesen sind, die Bier getrunken haben und eine Orgel gefeiert haben. Ja, wegen du lachst da drüber. Hast du das gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Du hast mir das Foto doch geschickt, du Dussel. Ja, dann hab ich's doch gesehen. Ja, dann sag doch nicht, nee, hab ich nicht gesehen. Was machst du denn so blöd? Ja, du. Wenn ich dir ein Foto schicke. Ein Moment. Was sagtest du gerade? Warum fragst du so blöd? Stellst du nicht immer die blöden Fragen immer zu mir? Mir reicht das langsam. Das geht so nicht, Wilke. Du hast doch auch deine Zeit da investiert. Du hast dir so viel Mühe gegeben, wo ich selber gesagt habe, boah, der Junge, der kann doch was, wenn man ihn alleine arbeiten lässt. Und jetzt, ohne die du da unten reingesteckt hast. Ja, du sag was. Was soll ich denn sagen? Ja, tut dir das nicht weh? Ein bisschen schon. Ja, dann sag doch auch mal deine Meinung dazu. Mir tut das ein bisschen weh. Bist du eigentlich noch? Mit also noch mit gesehen. Ihr seid beide so hoch. Jetzt zieht ein anderes Regiment. Da könnt ihr aber hingucken. Und mir will er hoffen, dass ihr hinter mir steht, wenn mir das macht. Ja, wir stehen hinter dir. Ja, beim Gucken nicht nur. Auch wenn der Vorstand kommt, was ist hier los? Da will ich hoffen, dass du da hinter mir stehst. So, und jetzt bauen wir das Rahmen. Schloss jetzt. Das gibt garantiert wieder einen Einlauf vom Vorstand. Wirklich. Das ist hier Baustelle. Das braucht mir keiner erklären, dass das hier unordentlich aussieht. Das will dir doch auch keiner erklären. Nee, aber da fragen die Zuschauer meistens immer nach. Wie sieht das bei euch aus? Und das ist der einzige Vernünftige hier. Das ist Anton, der macht seine Arbeit hier. Moin, Anton. Moin. Anton.
Wer war da so unordentlich? Dazu war solche Personen. Mir schon wieder schlecht, wenn ich hier reingucke. Warum? Ja, guck dir die Scheiße doch an! Hey, also wirklich. Das ist nicht der Ernst! Sag mal an! Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Wie lange haben wir den Schweiß hier gelassen? Und wie sieht er dir aus? Ja. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist endgültig Schluss. Jetzt, nee, ich mach da nicht mehr mit. Nee, Schluss jetzt. Weibchen, werd ihr so hingeschmissen? Neue Sachen. Wird auch hier hingeschmissen. Da liegen Leibchen. Hier liegen Leibchen. Da liegt Ball. Der Ball muss da rein. Nee, Schluss jetzt. Schluss, aus, vorbei. Mir zieht jetzt andere Seiten auf. Mir macht da gleich Schluss dran und vorbei. Und dann können Sie sich bei mir melden. Und dann wird mir hier so lange bleiben, bis Sie das wieder vernünftig eingeräumt haben. Und dann können Sie es nächstes Mal kriegen. Und wenn das nicht funktioniert, bleibt die Tür geschlossen. Wie gesagt, dann können Sie Jojo spielen. Bälle, hast du nagelneu für den Verein gekauft, werden die so hingeschmissen. Als wenn das kein Geld kostet. Andere Vereine werden froh, wenn sie so was Vernünftiges kriegen würden. Aber hier ist keiner froh. Hier wird nur randuliert. Weil du dich zu sehr verwöhnt, das habe ich dir schon tausendmal gesagt. Und jetzt ist auch Schluss. Verwöhnt ihn total. Papa Wilke macht alles schön hier. Ne? Mir hat er schon oft gesagt, Opa Udo muss ja alles aufräumen. Weil du jetzt aufhörst, mit den Leuten dich die zu verwöhnen. Schluss, aus, vorbei. Was heißt verwöhnen? Wilke, können wir wohl Unterhosen kriegen in Derby-Star-Look? Dann hast du die ja schon wieder besorgt. Oder, ey, wir brauchen Badelatschen. Zack, stehen Badelatschen um. Jetzt ist Schluss. Das ist eine schöne Badelatschen. Ja, nee, jetzt ist Schluss. Ich will jetzt erst, dass sie Ordnung lernen und dann können sie belohnt werden. Aber vorher gibt es hier nichts mehr. Guck dir das doch mal an. Das haben andere Vereine nicht. Hey, du guckst mich jetzt wieder blöd an. Ich film einfach nur, ich guck immer so. Hey, du guckst immer blöd. Die teuersten Bälle vom Derby ist da. Und der wird mir einfach so hingeschmissen hier. Als wenn das kein Geld kostet. Ich hab dir das letzte Mal schon gesagt. Lass die selber ein bisschen bezahlen. Dann merken sie es, dass das Geld kostet. Was haben sie da denn probiert? Guck mal, wollen die das mit dem Ball hochwerfen, Ball schießen oder was? Hier, eine Socke. Wo ist die zweite? So eine Socke oder zwei Socken kosten 15 Euro. Und hier liegt eine. Und da kommt sie nach Wilfried hin. Du, ich habe eine Socke verloren. Können wir neue kriegen? Und Wilke gibt. Wilfried gibt die. Okay, nee, mach ich nicht mehr mit Jettenstuhl. Das ist die zweite Socke von Wilke. Die eine habe ich in Warum ist das meine Socke? Bochum gefunden. Die hast du da schmutzig reingeworfen im Karton. Und das ist die zweite. Jetzt kriegst du Jetzt krieg ich Schuld? Das war aber so. Hast du gesagt, als wir nach beim Trainingslager Besprechung hatten. Ich glaube, das war ich. Ja, war ich. Habe ich nie gesagt. Jetzt krieg ich Schuld. Und was ist das für eine Socke? Das ist eine Stutze und das ist auch eine neue. Nee, das ist eine dumme Socke. Kenn ich nicht. Ey, Wilfried. Kenn ich nicht. Nee, der war mir klar, der wird mich kennen lassen. Wenn ich das schon sehe, wie die auch die ganzen Leibchen, die hab ich alle mitgenommen nach Hause, alle gewaschen und jetzt liegen die so durcheinander hier. Ja, wieso? Nee. Interessiert doch nicht. Mund, der doch nicht bedauern. Oh, hab ich alle gewaschen. Trinkflaschen kosten kein Geld. Können sie auch nicht benutzen, wenn da kein Alkohol drin ist. Das ist doch wahr. Glaub mir, wenn da jetzt Schnaps rein wäre oder irgendwas anderes, dann könnten sie die benutzen, dann würden sie die auch noch glatt noch sauber spülen. Apropos sauber spülen. Wollen die mir verarschen? Lassen da Sachen drin. Nicht die Spieler, Betreuer. Drei. Die werden mir schnappen. Ich will gewillig, wie das hier aussieht. Oh Mann, die kriegen doch irgendwann, müssen sie es doch mal kapieren. Das kann doch nicht so schwer sein. Das sieht nirgends so schlimm aus wie bei uns. Nirgendwo. Hier, das sind die Jugendleibchen. Die haben sie vernünftig in die Tasche gepackt, nur verkehrter Standort. So, der Ball kommt da auch nicht hin, der kommt dann gleich da rein. So, liebe Leute, ganz klare Ansage jetzt. Und das ist das letzte Mal. Ich bin jetzt gerade in dem Ballraum. Also,
Hempels und dein Sofa ist nicht so schlimm als unser Ballraum. Das ist jetzt die letzte Ansage. Da kommt jetzt gleich ein Schloss davor. Und dann könnt ihr euch privat bei mir melden. Dann werde ich kommen und werde so lange da bleiben. Die Socken, Udo. Ja, die Socken kommen auch gleich noch. Hier liegen schmutzige Socken zwischen. Und das Lustige ist, immer nur einer. Ich weiß nicht, ob ihr alles vergesst. Und das mache ich nicht mehr mit. Jetzt ist Schluss. Für alle eine klare Ansage. Es wird jetzt aufgeräumt. Dann kommt das Schloss davor und dann will ich euch sehen. Vielleicht könnt ihr dann ja mal Jojo spielen auf dem Sportplatz. Aber hier ist jetzt Schluss. Hier ziehe ich komplett andere Seiten auf und ich bleibe jetzt ganz ruhig. Du hast mir vergessen. Ey, Wilke, jetzt, du verarsch mich jetzt. Jetzt bin ich in ganz Ruhephase. Jetzt fängst du wieder an, mir zu verarschen. Mäusler. Oh ja, jetzt ist, Wilke, verarsch mich jetzt gerade. Sorry. Jungs, also so geht das nicht weiter. Bitte. Letzte Ermahnung. Ich werde da jetzt wirklich ein Schloss vormachen. Ich will euch eben sehen, wenn ihr Jojo spielt. Du bringst mir so aus der Ruhe, du Dossel. Mann. So, jetzt geht er weg. Ich will hier auf. Hier, jetzt hier. Das ist die zweite. Welche Größe ist das? Das ist deine Größe. Welche Größe ist das? Kindergröße bestimmt. Welche Größe ist das? Jetzt will er mir die Schuhe. Ja, ja, das ist klar. Das war deine Socke. Nee, da warst du für verantwortlich auf Borkum. Der hat, hey, zum Simstel-Game noch nicht entsprechend gekrankt. Fool. Ey, komisch. Überall werden die Fehler auf andere geschoben. Nein, überall. Das war nicht her. Steht keine Größe drauf mehr. Alles verwaschen. Dann sind das, was ich meine. Bei mir stand die Größe drauf. Du bist auch so ein ausgebrüteter Fuchs, ne? Ein ausgebrüteter Fuchs, ja. Im Ei, oder was? Ausgebrüteter Fuchs? Ja, also wurde ich aus dem Ei gebrütet, oder was? Nee. Ja, was denn? Seit wann kommt ein Fuchs aus dem Ei? Ja, hast du doch gesagt. Ausgebrüteter Fuchs, ja, bin ich. Ja, ausgebrütet ist dann geboren. Ja, aber warum dann im Ei, oder was? Nein, aus dem Fuchsmäuschenleibchen. Hä? Auf Mama Fuchs Leibchen, ja, kommst du denn? Ja, aber ausgebrütet, das macht man nur aus dem Ei. Ja, aber du bist abgewichst. So kann man auch sagen. Das ist ja wieder was anderes. Aber wie wurde ich dann geboren, wenn ich... Du bist abgebrüht, so, ja dann so. Mein Gott, nee. Das, oh, was, also wirklich, jedes Wort wird hier anders gelegt. Jedes Wort. Kopfballpendelball, den müssen wir auch noch aufbauen. Den Kopfballpendel? Ja. Das ist der Ball dafür. Den müssen wir nochmal aufbauen. Den müssen wir in Beton machen. Wollen wir das am Wochenende machen? Nee, Wochenende ist Sportplatzeinsatz hier. Ja, das gibt's nicht. Jetzt habe ich auch noch einen verkehrten. Nein, du musst aber was achten machen. Ja, wo willst du den denn festbohren? In eine Wand oder was? Nee, da musst du einen Klotz hintermachen. Der soll hier drauf. So. Und dann kommt er so und dann kommt er rein und dann können sie bei mir den Schlüssel abholen. Mir ist doch Ideen rein, mir ist nicht blöd. Also wird das jetzt wieder eine wochenlange Baustelle bis zur Schloss angebaut? Nee, das geht ratzfatz. Wieso gehst du aus dem Bild? Weil mir die Schrauben suchen muss. So. Falsche Richtung. Zeig dir gleich falsche Richtung. Da fehlt noch eine Schraube, Udo. Ja, kommt jetzt. Hält der so fest, krieg ich nicht weiter rein. Das war's. Der reißt keiner ab. So. Was willst du denn mit Zollstock, du Dussel? Da muss ein Stück Brett und kann holen. Latte. Ich lad die Futter ein. Ich lad die Futter so. Wie die Dicke besorgt. Was soll damit los? Wenn du zu lang wärst. Ob ein Herr bloß, oder? Ja, ob ein Herr nicht. Robert Achte. Ja, hol was. Bitte, hol was. Liebe Zuschauer, mir wird jetzt interessieren, was haltet ihr davon, dass mir jetzt durchgreift? Schreibt das in den Kommentaren. Die Kommentare. Dann die Kommentare. Der Kommentar. Viele Kommentare. Ist mir scheißegal, die sollen es nur reinschreiben. Das wäre schön.
Weil dann habe ich nämlich eine Bestätigung, dass mir das richtig macht. Dann erzähl den Zuschauern mal, was du jetzt genau vorhast. Ja, mir baut gerade eine Zentralverriegelung dran, weil mir ja in Urlaub fährt nach Portugal und mir die Kabine mitnimmt und dann wieder keiner klauen kann. Morgen kannst du blöde Fragen stellen. Und jetzt hast du eine blöde Antwort gekriegt. Zu denen. Ey, der nervt. Aber du bist auch ganz nah dran zu nerven. Kommt ja damit so ein Klotz an. Da kannst du einen Elefant dahinter schieben und der wird noch mit dem Rüssel rausfahren und sagen Hallo. Hey, mir flippt der Frieder aus. Hier ist Kühlschrank für Jugendspieler. Zeig das nicht, bitte. Soll ich zeigen? Nein. Ganz kurz. Ja. Da steht noch ein Salat drin. Mir wird sowas von schlecht. Sie sollen... Das kannst du nicht erfinden. Kannst du hier nicht erfinden. Hey, wird gemacht, geht er weg. Mir ist das schon peinlich. Stell dir deinen Salat ein und der kommt, der läuft demnächst. Fußball sollen wir hier spielen, nur Fußball und nicht einen Salat fressen. Essen. Ich krieg hier, also ich will nicht mehr. Oh, hier. Wo ist ein Lamettenbaum? Lamettenbaum? Limette! Das sind doch deine! Cola, Eiswürfel, Limetten. Und das gibt ein schönes Erfrischungsgetränk. Warum liegen die hier? Du, stell die doch im Kalt, Udo. Das kannst du mir nicht erfinden. Also bei aller Liebe. Sportverein. Sportverein. Salate, Limetten, Jugendkühlschrank, Bier, Fanta. Oh ja, Fanta haben sie ja wenigstens drin gemacht. Hauptsache, das bleibt kalt. Das hat wirklich was mit Sport zu tun. Ja, dritte Halbzeit, sagen sie immer. Bei aller Liebe, komm, lass es. Der ist Bauarbeiter. Und Bauarbeiter trinkt mein Bier. Oder sollt ihr noch einen Cocktail machen, oder was meinst du? Ja, das soll mich nicht wundern. Schwing den Meißel und den Hammer! Schneidet er dazu oder was? Was machst du da? Der muss passen. Der muss passen. Ich darf schon wieder höher. Gib die Tür. Vielleicht passt aber nicht. Da gibt hier nichts anderes. Ja. Soll ich die Kamera lieber ausmachen für die BG? Nein. Udo, ich glaube, das ist nicht richtig, was du da machst. Nee, ist auch nicht. Nicht filmen. Da war schon wieder was. Fast live auf Kamera, wie du dir die Finger abschneidest. Nee. Mir passt das schon auf. Ja, das habe ich gerade gesehen. Ja, dann hat Mia auch sofort aufgehört. Ja, dann war ein Finger schon ab. Ach, auf zu labern. So. Hallo, wie heißt ein Zigarette für mich? In der Gästeumkleidung. Hä? In der Gästeumkleidung. Weißt du, was das Witzige ist? Er regt sich hier auf, dass hier unordentlich ist, ne? Und im Trainingslager hat er noch erzählt, dass er zu Hause mal Lack bekommt, weil er im Ankleidezimmer, wenn er sich umzieht, die Sachen immer wegwirft. Hat er echt erzählt? Anton hat gerade erzählt, du kriegst zu Hause mal Lack, weil du so unordentlich bist im Ankleidezimmer? Nee, mir hat das... Ja, mir hat ein bisschen zu viel Sachen von Sportverein Da habe ich jetzt einen extra so einen Karton gekriegt, da ist das reingelegt worden. Ist zu Hause bei dir dann auch abgeschlossen? Ja. Dann bist du ein Arsch. Anton, mir macht das doch nur im Vernünftig. Ihr sollt das doch nur lernen. Und ich gebe dir ja nicht die Schuld. Aber das sind Leute, denen interessiert das nicht. Das kostet wirklich Kohle. Und mit unseren Sachen wird einfach umgegangen, als wenn das nichts ist. Und mir hat das jetzt im Blut und sagt, Schluss, aus, vorbei. Weil mir schätzt die Kohle und mir schätzen die Sachen, die wir gekauft haben.
Und das wird jetzt vorbei sein. Das ist so wieder nicht. Und das passt? Weißt du, was passt? Nee. Krankenhaus. Passt immer, tut weh und hast gleich Liegefläche. Ist das doch. Training ist gerade angefangen. Und der, genau der Alltagstrott ist komplett wieder hier. Hier wird alles herumgeschmissen. Und 4 Wochen später, da fehlt das, da fehlt dies, da fehlt das. Und dann kommen sie wieder bei mir an. Du, können wir das wohl neu bestellen? So, und mir hat das, irgendwann hat mir die Schnauze davon voll. Echt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und ich bin jetzt Ruhe in Person. Selber die Ruhe in Person. Und sage mir jetzt eine Zielvorgabe. Schloss drauf, können Sie sich bei mir melden. Und dann wollen wir mal gucken, wie lange das gut geht. Entweder oder, spielen Sie da ja Jojo oder irgendwas anderes. Die können auch Damenballett spielen. Ne? Das interessiert mich nicht mehr. Wenn die die Sachen nicht ehren, tut es mir so leid. Wir hätten früher, als wir noch gespielt haben, hätten da Bäume für ausgerissen, wenn wir so eine Ausrüstung gekriegt haben. Aber hier merkt ja momentan keiner mehr, dass die Ausrüstung da ist. Und mir hat da keinen Bock mehr drauf. Einfach keinen Bock mehr. Und Hauptschuldiger ist er auch ja noch. Ich habe ihm ein paar Mal schon gesagt, er soll damit aufhören. Dann liegt da schon wieder neue. Jetzt auch wieder 80 neue Bälle, weil da jetzt 2 Gruppen gesagt haben, du, wir haben keine Bälle. Da habe ich mich gefragt. Nee, das stimmt nicht. Wir haben eine neue dritte Herren, wir haben eine neue Frauenmannschaft. In der ersten und zweiten Herren über 40 Spieler plus über 120 Jugendspieler. Und wenn hier 3 oder 4 Mannschaften gleichzeitig trainieren, dann wird das eng mit den Bälle. Und deswegen habe ich neue Bälle bestellt, damit alle Bälle haben. Okay, ja gut, Entschuldigung angenommen. Das ist wieder eine geile Begründung. Ja, das ist doch wahr. Was sollen die machen? Mit Steinen trainieren? Nee, aber eine Gruppe kann mit Bällen trainieren, die andere Gruppe kann Gymnastik machen. Hast du eine schöne Übung, die du mal vormachen kannst? Nee. Ich habe eine. Ja. Die Zimmer warm. Bei dir wird auch jeden Tag der Papst gewählt. Weißer Baum. Ich werde bei Frau Udo. Das viele Fänker mir noch. Ja. Platzwart was? Oh, Dutsch. Du gaffst sowas nicht. Früher hatten wir einen Platzwart, ne? Der ist ja leider verstorben, ne? Aber der hatte seine Sache im Griff. Was soll das nun dann heilen? Dass ich mich so nicht im Griff habe? Ein Moment, Philipp war einer der besten Platzwarte hier in Steenfelde. Da haben wir als Kinder Respekt gehabt. Wenn wir um 16 Uhr Training hatten und wir waren schon teilweise um 15 Uhr hier, dann haben wir Lack gekriegt, weil wir eine Stunde eher auf dem Platz waren. Dann mussten wir da runter. Wir mussten bis 16 Uhr warten und dann durften wir auf dem Platz. Also das gab's nicht bei uns. Alle Ehren, Wilke, was du da machst, finde ich super. Aber die merken es doch gar nicht mehr. Die gehen da ja gar nicht mehr vernünftig mit um. Und das ist doch das Hauptproblem. Du hörst was, zack, was, da fehlen 10 Bälle. Zack, hast du schon wieder 10 Bälle bestellt. Das stimmt so auch nicht. Doch, hast du. Nee, das stimmt so nicht. Gestern Abend war doch genau... Wir hatten letztens ein Spiel mit der ersten Herren in Sögel. Ja. Was habe ich am Ende des Spiels gemacht? Du hast 5 Bälle verschenkt. An Kinder. An Kinder. Tolle Derbystar-Bälle. Ja. Die habe ich an Kinder verschenkt. Ja. So, dann fehlen die 5 Bälle ja wieder hier. Ja, aber dann musst du keine 80 bestellen. Ich habe 80 neue Bälle bestellt, weil aufgrund der neuen Spieler und der ganzen Spielerinnen ist einfach zu wenig Ballmaterial hier gewesen. Und wenn die erste Herren mit 25 Spielern trainiert und gleichzeitig die zweite Herren mit 20 und die Frauenmannschaft mit 22, dann ist irgendwann mit den Bälle auch vorbei. Und deswegen haben wir die 9 Bälle bestellt. Ja. Du, mir zu Hause hat mit mir Wasser, ne? Ja. Mir fehlt bloß noch der Schwimmteich. Kannst du mir den bauen lassen? Hast du eine Genehmigung? Genau dasselbe! Der geht so zusammen, ey, du. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab zu Hause Wasser mit mir und schwimm Deutsch. Oh, hier ist was los. Aha, passt! Dann hat er wieder ein Ding gesehen. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie die Gesichter heute Abend sind. Das nervt schon wieder, dass ein Ding da nicht losgeht. So, mir muss ich mal was anderes holen. So. Passt. So.
Und wie schraubst du jetzt, wenn du den Schrauber dagegen hältst? Wenn ich den jetzt losmache. Das soll mir auch nicht passieren. Meine Fresse, warum passiert das mir? Ich will erst ruhig bleiben. Mir wird nervös. So perfekt machen. So, den wollte ich in die Mitte setzen, dann kann ich nehmen. Hier ist doch viel zu lang, die Schraube. Nein, die muss doch auch in die Tür rein. Da wird doch wieder nichts. So. Jetzt löst er sich wieder. Weißt du, mir hat die Schnauze. Meine Fresse! Warum kann nicht einmal gleich was funktionieren? Nee, geht nicht. Weil die Schraube einen halben Kilometer lang ist. Ja, die muss da auch in die Tür. So, jetzt mach ich mit Druck. So. Wetter. So. Jetzt sag nicht, du tust den Tisch festbohren. Du tust den Tisch festbohren. Ich hab's dir gerade gesagt, du sollst das nicht sagen. Bett ist auch wieder zu klein. Oh, bitte, warum? So. Probieren. Siehste, geht doch. Ich muss nur Ruhe haben. Das sieht doch akrobatisch aus. Meine Leute sagen, mir kann nichts. So, Schloss. Drei Schrauben, fertig. So, wo ist Schloss? Warum denn drei? Mach da doch sechs rein. Wenn da sechs Löcher sind, hau da doch sechs Schrauben rein. Mein Gott, nee. Die hält doch schon! Hier mal berichtigen, was ja, ich Udo, zu tun habe. Mach das auf wenn vernünftig. Ja. So, mehr kommt da nicht rein. Udo, da kommen sechs Schrauben rein. Warum hat das Ding denn sechs Löcher? Damit da vier Schrauben reinkommen? Und wenn das Ding nur vier Löcher hätte, würdest du da sechs Schrauben reinhauen. Ja, ist gut. Noch dich da rankommen. Hey, weil du mir jeden Mal aus dem Kopf wegbringst. Der Udo, man muss ja doch mal vernünftig sein. So. Schloss denn geblieben? Jetzt ist der Schloss wieder weg. Wilfried! Hey. Wie hast du denn in der Tasche? Nee, was soll ich denn mit dem Schloss? Ich krieg hier eine Krise. Also wirklich, jetzt, wo ist das Schloss denn jetzt geblieben? Wilfried! Wo ist das Schloss? Ich suche das unten unten im Loch. Oder am Tisch. Um dir beschuldigt. Wo hat mir das Schloss denn jetzt gelassen? Wo fragst du mich denn? Ja, weiß ich nicht. Ja, ich hab das nicht. Ja, dann muss das irgendwo sein. Das gibt's. Da warst du doch gar nicht. Wieso gehst du da rein? Doch, ich hab da eine Zigarette weggeholt. Wo ist das Schleppen? Das gibt's doch nicht. Du guckst im Kühlschrank? Nein, ja, ich war ja auch dabei. Hey, bei aller Liebe. Hab ich doch gesagt. Witzig wäre fürs Video, wenn du so einen Schlüssel runterschluckst. Hast du denn noch Ahnung? Du bist doch seit Jahren mit Metall verheiratet. Ja, Metall verheiratet. Ich schluck einen Schlüssel, dann kommt der von hinten wieder raus, aber. Ja, und die Spieler müssen den suchen. Vielleicht ist das ja die Heilung gegen deinen Reizdarm, oder? Ja, ich heile dir gleich was anderes. Was ist das für ein Schloss? Airbus. Ja, ein bisschen klein. Hättest du nicht so ein Riesending nehmen können? Airbus heißt das, nicht Airbus.
Was soll ich denn mit einem Riesending? Hält genauso viel wie dieser auch. Ja, aber wenn das Ding, sagen wir mal, so dick ist wie eine Faust, also das Metallgelöt hier, dann brauchen die einen riesen Bolzenschneider. Richtig. Fertig. Dann einmal ran. Schluss. Liebe Zuschauer, ab heute wird es in Schönfelde eine Ballettgruppe geben, die dann so Sternen Schwan von Goethe spielt, oder wie das heißt. Wie Goethe Sternen Schwan? Ja, wie heißt das Sternen Schwan auch noch? Von wem kommt das? Wo sie denn auf die solche Schuhe laufen? Mit Fingerspitzen, Fußspitzen. Ballettschuhe. Ja, genau. Und das kommt von Goethe? Ja, weiß ich ja nicht. Goethe hat den Sternen Schwan geschrieben. Weiß ich nicht, wer hat den dann geschrieben? Bach? Mozart? Oh, was bist du ein Apfel? Hathaway. Hathaway, wer ist das denn der wieder? Hathaway heißt der. Hathaway, der hat ein richtig tolles Gedicht geschrieben. Nee, der hat Musik geschrieben. Hathaway, ja. 17. Jahrhundert England. Baby, don't hurt me. Ja. Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. Nee, das ist was anderes. Das ist Hathaway. Aber Hathaway, das ist ein Dichter. Ich hatte What is love? What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. Ja. Kennst du das berühmte Gedicht nicht? What is love? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. What is love? Du hast so ein anderer Dame. Das ist doch ein Lied, ist das doch. Kommt er mit einem Gedicht an. So, jetzt mach die scheiß Kamera aus. Du hast eins nicht bedacht. Was denn? Ich bin ja auch beim Training von der ersten Herren Freitag dabei. Ein bisschen helfen, ne? Ja. Komme hier mit dem Akkuschrauber an und löt dir so die Schrauben raus. Ja, dann löte ich dir was anderes raus. Was denn? Deine letzten Gehirnzellen, die da oben noch sitzen. Aber da kannst du hingucken. Dann ist das eine Lötspalbe, die geht von hier bis nach Hongkong. Zuschauer, seid ihr stolz auf mir? Dann schreibt das auch in den Kommentaren. Mir ist stolz ohne Ende. Du hast wirklich mal durchgegriffen, ne? Ja, werde ich auch durchgreifen. Du hast oft angekündigt, dass hier eine andere Zeit... Ja, es wird jetzt eine andere Zeit eingeläutet hier in Stillfelde. Wetten wir, dass du trotzdem Lack vom Vorstand kriegst? Der Hund interessiert mich nicht, da werde ich standhaft bleiben. Was willst du denn sagen? Mir ist Platzwart, mir ist hier Chef in diesem Ring. Und mir wird das durchziehen, weil mir der Kindergarten kriegt mir in den Griff. Wenn die das nicht schaffen, ich krieg den. Mal testen, alles hundertprozentig, hier kommt keiner mehr rein. Nur Schlüssel bei mir. So, und jetzt ist das gut. Jetzt bin ich gespannt auf heute Abend oder auf nächste Woche. Und wenn die nächste Trainingseinheit läuft, dann bin ich mir so gespannt. Ich schätze mal, mein Handy mache ich auf lautlos, weil da werden viele Anrufe kommen. Aber mir ist stolz, mir hat sich durchgesetzt. So, tschüss. Liebe Zuschauer, wir zeigen euch jetzt die nächsten Aufgaben. Metallgitter weg. Kopfballpanel aufbauen. Dann ist unsere Wette noch, müssen wir noch einlösen. Mit dem Weitschießen. Das müssen wir noch machen. Und... Wie erlöst du gerade bist, ne? Ja, weil ich mir jetzt stolz, dass ich da durchgezogen habe jetzt. Hast du das gehört, was Wilfried gesagt hat? Nee. Ich soll das in die Gruppe schreiben, wo der Schlüssel hängt. Ich sag, bist du bescheuert oder was? Dann bringt er das Ganze hier nichts. Muss ich sagen, wo der Schlüssel hängt. Also wirklich, bei aller Liebe jetzt. Da fängt schon wieder an. Fällt er mir wieder in den Rücken. Wo soll der Kopfballpendel denn hin? Ja, da müssen wir jetzt... tut ihr nur nach Genehmigung arbeiten. Also wir müssen eben fragen, wo wir den hinbauen. Aber ich würde den da vorne hinstellen. Weil hier wird es ein bisschen... Ja, zeig nochmal die Metallgitter. Die liegen ja seit... Ja, die liegen ja... Da hast du auch wieder ein bisschen vom Vorstand Lack gekriegt, warum die da... drangelehnt werden. Und hast du gesagt, ich mache das morgen weg. Das ist schon wieder 2 Monate her. Ja, richtig. Aber mir hat ja da was hintergelegt, dass da keine Kratzer rankommen. Siehst du, immer was hintergelegt. Und jetzt kommen die auf dem Anhänger und dann werden die weggebracht. Schauer angelogen, du hast gesagt, du baust die Stützen hinter. Ja, die kommen jetzt auch noch. Und du hast auch gesagt, du machst den fest. Ist noch nicht weg, jetzt hör auf. Du hast auch gesagt, du machst den fest. Ja, jetzt muss ich die Stützen hier hinter machen. Ja, aber du ist doch gefährlich, wenn das Ding hier die ganze Zeit so rumsteht. Panik, ich hab festgebunden. Da ist ein kleines Bindfaden dran. Nee, da ist ein dickes Nylon-Teil dran. So,
Das ist bestellt, die Flacheisen. Die werden dann dran geschweißt, hinten abgestürzt und so ist das gut. Und jetzt die nächste Frage. Wie kann man so blöd sein, einen Zählerkasten dahinter zu stellen? Der stand da schon immer. Du hast dieses Tor davor gestellt. Ich habe den Auftrag vom Vorstand gekriegt, hier hinzustellen. Und wenn ihr seht, ist hier alles gittermäßig. Und da wird kein Ball dran fliegen. Oder? Oder. So. Oder war ein Fluss. Jetzt ist gut gewesen. So, jetzt muss mir weiter. Liebe Zuschauer, Video ist vorbei. Wie findet ihr es überhaupt, wenn es ein bisschen länger ist? Ist auch mal schön, ne? So, so zwischendurch. Ja, aber das kostet mir unwahrscheinlich Nerven mit dir, weil du immer die doofen Fragen hast. Ich habe relativ wenig Fragen gestellt. Ja, genau. Du hast du und wolltest du nicht noch mit dem Trecker mit der Absauganlage da drüber brezeln? Ja. Ja, willst du das nicht heute? Zu wann ist das? Ja, ist heute Training. Ja, und? Da können die da hinten trainieren. Hier fährt, wenn alles richtig trocken ist, nehmen wir das auf. Geh doch nicht einfach aus dem Bild. Mir geht dann aus dem Bild, wenn mir das will. Und nicht, wenn ich kurz, das will. Geh mal kurz aus dem Bild. Komm mal wieder. Du hast doch gerade gesagt, du gehst nur aus dem Bild, wenn du das willst. Oh. Udo! Nein, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Möchtest du dich noch verabschieden von den Zuschauern? Ja, liebe Zuschauer. Die sind aber, glaube ich, mächtig stolz auf dich. Ne? Ja, schreib das mal in die Kommentare. Liebe Zuschauer, danke, dass ihr so stolz auf mich seid. Sind sie ja. Weiß ich ja nicht, ob sie stolz sind. Ja, sind sie. Weil ich mich endlich mal durchsetze. Die haben mich ganz oft angeschrieben, setz dich doch mal durch. Und mich hat jetzt mal Richtlinie gemacht und mich setze ich jetzt durch. So, und jetzt ist gut gewesen. Wollen wir uns jetzt beide verabschieden? Ja, mach mal eine schöne Verabschiedung. Ja. Liebe Zuschauer, mir verabschiedet sich, mir verbeugt sich vor euch, dass ihr so durftet Leute seid. Also, habt weiterhin Spaß mit uns. Immer dran denken, liebe Facebook-Zuschauer, teilt das Video. Das kostet nämlich keinen Cent. Nee. Einfach mal auf Teilen klicken, schreibt vielleicht dazu, guckt euch mal diesen haarlosen Choleriker an. Aber klickt mal alle auf Teilen, das wäre richtig schön. Und wenn du noch einmal haarlos sagst, dann bist du gleich haarlos. Wir wünschen euch einen wunderschönen Wochenende. Sonntag. Ja, Wochenende ist Sonntag, das ist Wochenende. So, und jetzt ist gut gewesen. Tschüss. Liebe Zuschauer, mir soll jetzt ein Outro machen. Mir hat keine Ahnung von Outro, nicht? Aber lasst einen Daumen unter den Kommentaren drin. Oder abonniert unseren Kanal oder wie auch immer. Ich hab da auch keinen Bock mehr. Du hast dir nicht ein Wort gemerkt. Nee. Nicht ein Wort hast du dir gemerkt. Weil alles zu viel ist. Wir machen hier jetzt ein Outro, sagst du. Ich weiß doch noch nicht mal, was ein Outro ist. Abonniert jetzt den Kanal. Mir hat auch keinen Bock mehr hier. So, tschüss. Nee, du lachst. Was ist ein Outro? Das kommt am Ende. Ja, Outro. Da kannst du mal sagen, das ist Schlusswort. Du bist sowas von kompliziert, bist du. Outro. Oh, ich mach jetzt ein Outro. Da liegt ein Haufen. Der muss jetzt in die Schubkarre. Blödsinn, Outro.